ob ich da Bock drauf habe. Ich stresse mich auch nicht. Ich sag euch so, wie es ist, ich stresse mich da nicht. Wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Punkt. Hi, Jasmina. Zahle fürs Gym. Sitz nur Couch. Nein, es ist Holiday Season. Gym erst ab Januar. Nee, so ganz ohne Gym. Gym. So ganz ohne Gym kann ich auch nicht. Wie oft bist du? Hä, hab ich doch gerade gesagt. Geh ins Gym und spiele Handball. Sportlich. Achtest du auf deine Ernährung schon so ein bisschen? Aber natürlich ziehe ich mir auch manchmal eine Tiefkühlpizza oder so rein. Ist ja klar, Kloßbrühe, oder? So. Muss mich jetzt bis 21.30 Uhr unterhalten, freut es beim Training. Also bis 21.30 Uhr schaffe ich es nicht. Aber wenn es gut läuft, wenn so ein Bärchen kommt, dann vielleicht schaffe ich es doch. Dankeschön für den Bären, klar. Klar. Die Maus ist am Schwarz. Ich bin immer am Start. Geht Uli auch? Ja, Uli geht sehr viel ins Gym. Sogar fast. Es ist gerade eine Zeit lang, da bin ich häufiger ins Gym gegangen. Ich glaube, aktuell geht er häufiger. Aber meistens gehen wir zusammen. Dankeschön für die Babyfuchs. Danke, Melino, für die Flammenherzen. Der Bär war gerade krass süß. Habe ich noch nie gehabt, fand ich aber krass süß. Dankeschön, Alexa. Alexander. Ich möchte der Schwager deines Vaters sein. Schwager meines Vaters. Dann wärst du doch mit seiner Schwester verheiratet. Oder sehe ich das falsch? Hab kurz gerattert. Boah, er sieht so gut aus. Wer sieht gut aus? Ich? Ich bin aber er, kein er. Was gibt's zu essen? Es gibt heute Spinat, Kartoffeln und Rührei. Aber ich glaube, ich esse nur Kartoffeln mit Quark. Was gibt's bei euch zu essen, ihr Mäuse? Schwiegersohn, meinte er. Knapp daneben ist auch vorbei. Er kann gerne mein Schwager sein. Mein Vater hat zwar nur einen Bruder, aber das scheint ihm ja egal zu sein. Oh. Instant-Rahmen. Oh, geil. Pizza selbst gemacht. Das ist geil. Tortellini, Spinat, Ricotta. Wow, das klingt Porno. Deine Haare sehen heute supi aus. Dankeschön. Leute, übrigens, wer mich von euch vorhin gequält hat mit einer Amazon-Wunschliste, ich habe jetzt eine Amazon-Wunschliste. Ich wollte nur mal freundlich darauf hinweisen, weil ich vorhin im Stream, ich wurde quasi dazu genötigt. Ich habe gesagt, ich möchte keine Wunschliste machen. Ich wurde genötigt. Jetzt habt ihr eure Wunschliste. Ich fühle mich zwar immer noch bodenlos schlecht, aber es besteht jetzt eine Wunschliste. Ich esse heute köstliche Schaschagne. Lasagne? Schaschagne? Was ist das? Wo findet man die? Die ist in meiner TikTok-Bio. Also sie sollte da drin sein. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich kenne mich doch damit auch nicht aus, Leute. Ich weiß das doch alles nicht. Ich muss doch erstmal 200 Jahre gucken, wo ich eine erstellen kann. Ich kenne mich damit nicht aus. Dankeschön, Chantal, für das Teamherz. Wo ist dein Freund? Der chillt im Wohnzimmer. Ein bisschen am FIFA zocken, ein bisschen am Game, ein bisschen am Chillen. Tick, tick, wow. Was geht bei euch, Leute? Erzählt mal, wie war euer Tag? Ich mag das, glaube ich, nicht so ganz gerade, dass das T-Shirt so übertrieben lang ist. Das mag ich gerade nicht. Ja, die sind in der Bio. Bio. Wo ist dein Nagel? Der ist weg. Der ist dann auch mal im Urlaub. Zeig mir bitte deine Axt. Ich habe keine Axt. Das Lammfell habe ich nicht. Lammfell finde ich blöd. Mein Tag war nicht so gut. Was ist los, Maus? Und was hast du deine Locken gemacht? Das ist ein Pferdeschwanz. Die Locken waren schon drinnen quasi. Kann ich einen Screenshot machen? Was willst du mit dem Screenshot machen? Maus, ich fühle mich doch hässlich. Aber konnte mich im Gym abreagieren. Gym, Beste. Wenn du mein wärst, würde ich denken, ich hätte die Welt. You need to calm down a little. Ist das so eine Klammer mit Haaren? Nee, keine Klammer. Ist so ein Gummizug mit Haaren. Wo ist Öli? Öli ist im Wohnzimmer. Hatte die letzten Wochen Schulterschmerzen wegen einer Zerrung. Heute das Essen mit freiem Gewicht. Sehr gut.
sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Maus. Machst du super. Sieht voll gut und sogar natürlich aus. Der Schorf, ich finde den auch gut. Und Leute, ich habe 3 Euro für den Zopf bezahlt. Du hast irgendwie Socken vergessen. Die sind so abgeranzt. Hey, Nikelein, wie war dein Abend? Olli, bitte nerv mich nicht. Ich schwöre, ich hasse das doch. Komm doch lieber rum, anstatt hinten zu geiern, um meinen Livestream zu kommentieren. Oder bleib hier drin und like mal ganz doll. Wenn ich keine 100.000 Likes habe wegen dir, dann hau ich dich. Was gab's bei euch zum Essen? Ich bin hier schon am Köcheln. Fleißig. Es gibt Spinat, Kartoffeln und Rührei. Aber wir haben leider keine Milch mehr. Deswegen können wir kein geiles Rührei machen. Macht ihr euer Rührei immer mit Milch oder ohne Milch? Deine eigene eine Augenbraue ist anders als die andere. Wieso ist das so? Digga, mein eigener Freund treibt mich in den Wahnsinn mit. Ich mache auch immer mit Milch, aber wir haben keine Milch da, also einmal muss auch ohne gehen. Ich küsse auch dein Herz, Laura. Öli, wo sind meine Geschenke? Kannst du bitte ein paar Geschenke schenken? Jetzt, Öli. Du bist mein Boyfriend, bitte. Welche Rasse hat Öli? Öli ist ein Jack Russell Terrier. Danke, Laura, für deine Geschenke. Ich küsse dein Herz. Ohne Milch, bitte. Junge, du isst immer Rührei mit Milch. Einfach, als ob er so eine Bestellung aufgibt. Ohne Milch, bitte. Ja, sonst noch was, der feine Herr. Oh, Alexander, jetzt habe ich mich umgedreht. Jetzt kam die Krone gar nicht auf meinem Kopf an. Milch streckt nur die Masse, damit es mehr wird. Milch ist geil. Oh, so süß. Öli. Rosen, sofort. Jetzt komm, zack, zack, zack. Du hast doch bestimmt noch ein paar Münzen auf Lager, Öli. Schenk doch mal deiner Freundin mal ein paar Rosen. Man sieht deinen Nachnamen bei deiner Amazon-Wishlist. Ja, das ist nicht schlimm. Mein Nachname steht auch auf meiner Instagram-Bio. Danke, Laura, für den Babyfuchs. Danke, Kim, für die Rosen. Andere Leute lieben mich mehr als Öli. Es ist traurig. Es ist eine Schande. Danke, Chantal, für die Flammenherzen. So, ich glaube... Nee, ich muss noch warten mit dem Rührei. Nicht, dass das Rührei kalt ist. Frau Heinrich, Junge, wie heiße ich, Olli? Der hat früher mal gesagt, dass ich Heineken heiße mit Nachnamen. Wo ich mir so denke, Entschuldigung, kennen wir uns? Ich kenne das nicht mit Milch. Echt nicht. Danke, Laura, für die Flammenherzen. Hä? Es gibt wirklich Leute, die machen Rührei ohne Milch? Na, wir werden sehen, wie das schmeckt.